da dann jemand ist und uns wegballert. Ja. Ich meine, na gut, auf der anderen Seite ist das natürlich der Helikopterpunkt, ja. Und so unwahrscheinlich da mal vorbeizukommen, ist das jetzt auch nicht. Auch wieder wahr. Ja, bitte? Nee, ich frage mich nur, ob die jetzt hier immer noch sind. Da ist meine Leiche. Ja, loot ruhig meine alte Leiche, du Arsch. Ihr seid solche Penner. Wieder weggesnackt. Jetzt hör, jetzt schieß nicht schon wieder auf mich, du Penner. Oh, doch, er versucht es. Warum machst du jetzt so dreckig? Machst du ihn gerade fertig, oder was? Ey, trifft mich nicht. Jetzt haben sie mich getroffen. Fuck. Was für Arschlöcher. Jetzt muss ich... Ich kann jetzt nicht auf Escape drücken. Das ist echt der Hammer. Du kommst an denen nicht vorbei. Man versucht mit denen zu reden, aber die schießen einen trotzdem ab. Ich weiß ja nicht genau, wo die liegen. Noch ein ganz kleines Stückchen west, also wenn du von Airstrip nach Tscherno läufst, in dem Waldstück direkt. Ah, okay. Noch nie, ich bin noch nicht mal bis zum Weg gekommen. Komm, spawn Prigorodki. Bitte, 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 bitte. Die Bild-Zeitung hat eine Auflage von 12 Millionen. Mit mir am Arsch. Kamenka. Menka ist scheiße. Das kann doch echt nicht wahr sein. Hey, ich habe gerade 27.777 Abonnenten. Mach halt. Bei Facebook. Ich sollte vielleicht wieder maximieren. Ich frage mich gerade, ob es cool, ob es sinnvoll wäre, ob du versuchst, die wegzusnacken. Moment, okay. Gehen wir den Plan mal objektiv durch, ja? Ich habe eine AKS-74 Cobra. Und ich weiß, der eine hatte eine Lee Enfield. Okay, da hat einer eine Lee Enfield und zwei Sniper. Mindestens, ja. Wobei die Sniper haben sich gerade nicht um mich gekümmert, sondern nur... Der mit der fucking Lee Enfield, der hat mich echt getroffen, der Arschloch. Das war eine ziemlich respektable Leistung, so wie ich gerannt bin. Ist trotzdem ein Arschloch. Ich dachte, dann lieber bist du hier, bist du dann in die Enfield-Kurt hast und dann können wir das für mich aus der Zeit probieren. Am Tafel sterben wir dann beide. Ja. Dann hatte ich wenigstens den Teamsinn dahinter. Eigentlich hatte ich vor, den fucking Abend anders zu verbringen, als die ganze Zeit zu versuchen, zu meiner Leiche zu kommen. Jetzt ist eigentlich von Kamenka wieder? Na, ich sterbe jetzt sofort, hoffentlich. Ja, ein Zombie, der mich schon gesehen hat, zwei Zombies, die mich gesehen haben, ja. Ey, du fucking Zombie, lauf nicht weg, schlag mich! Oh, diesmal bin ich schnell umgefallen. Oh Gott, Mass Effect 4, BioWare bittet Fans um Ideen. Ganz schlechte Idee. Lasst das sein, macht es nicht. Macht kein Spiel kaputt. Die Gründer von BioWare
Greg Zeschok und Ryan Mizuka oder wie die heißen. Die haben jetzt gerade BioWare verlassen. Und das hat sich auch schon fast angedeutet, weil die hatten quasi so eine Art von 6 Monate Kündigungsfrist. BioWare ist echt nicht mehr auf dem Stand, von dem die mal waren. Und jetzt kommen sie an und wollen unbedingt noch ein Mass Effect 4 machen, weil das sich ja so gut verkauft hat, wissen aber selber nicht, was sie damit machen sollen und fragen jetzt die Fans oder was? So, Nietzsche, ihr wollt mich doch echt verarschen hier gerade. Jetzt sagen wir mal so, das Universum von mir aus nicht mit Commander Shepard. Ja, genau. Update. Alle Charaktere auf Massenserver transferieren. Ja, die Old Republic oder was? Ja, das Spiel war da nicht so gut, wie ich dachte. Nope. Ein weiterer BioWare-Fail. Haben die so viele? In letzter Zeit meiner Meinung nach schon. BioWare in letzter Zeit rausgebaut aus der Mass Effect 3? Dragon Age 2. Und die Old Republic. Das fand ich schlecht, Dragon Age 2. Oh ja. Dragon Age 2 kam schon 2011 raus, hätten wir am Arsch. Okay, wir haben 2012, so weit in der Vergangenheit ist das jetzt auch wieder nicht. Naja, schon in Spielen nicht. Kamenka, ey, die Welt ist sowas von gegen mich. Das hier. Gier in der Luft. Auch nicht schlecht. Immerhin sind ja viele Zombies. Man dürfte das relativ zügig kennen. Scheiße, es könnte tatsächlich sein, ob man bald über Steam Spiele weiterverkaufen kann. Ja, die wurden abgemahnt, ne? Ja. Wir haben bis zum 26. September Zeit, darauf zu reagieren. Bin ich ja gespannt. Wenn ich keine News mehr gelesen habe, schon fast 3 Tage, leck mich am Arsch. Na, in der EU darf man sich halt nicht jeden Scheiß erlauben, der in Amerika normal ist. Lionhead Studios arbeiten an einem neuen Projekt. Cool, nach Black and White 2 kam vorher noch nichts mehr Gutes. Peter Molyneux ist mittlerweile weg. Ja, ich weiß, aber erinnert mich daran, dass seit Black and White 2 nichts mehr Gutes von denen kam. Ja, also ich fand die Filmreihe nämlich. Wenn man Black and White 2 als was Gutes bezeichnet, ja. Eigentlich war es Black and White 1, aber ich fand Fable zum Beispiel auch nicht so toll. Geil. Ich bin gerade in Komarovo gespawnt und zwar direkt neben deiner Leiche. Direkt tot. What the fuck? Ich bin tot gespawnt. What? Also nicht wirklich tot. Ich weiß, dass ich am Bluten bin und nicht mehr viel Leben habe. Und die Uhr müsste runterlaufen, aber sie läuft nicht runter. Jetzt bin ich tot. Jetzt bist du tot, ja. Ach, Peter, deine Leiche sonst sich noch. Wenn die angekommen hast, es liegt an der Nougat-Schnitte. Ja, ich habe jetzt aber auch gerade echt ein bisschen Spawn-Pech. Komm schon. Prigotki. Elektro! Ja gut, nicht. Wobei, wenn ich vom Airstrip laufe, dann hätte ich von Elektro auch laufen können. Das ist viel näher dran. Aber jetzt lasse ich mich gerade schon umbringen. Ja.
krass, wie lange ich schon kein World of Warcraft mehr gespielt habe. Ich wusste gar nicht, dass innerhalb von WoW mittlerweile ein offener Krieg zwischen Horde und Allianz wieder herrscht. Ich wusste halt nur, dass er mit... Krieg? Ja, die haben sich wohl innerhalb der letzten Patches irgendwann den Krieg wieder erklärt. Also als wir damals gespielt hatten, war ja die Zeit, wo die beiden eher so Waffenstillstand hatten. Stimmt, gemeinsam gegen das schlimmere Übel. Genau. Alter, wie lange meiner jetzt hier steht? Krass. Keine Beine gebrochen, nicht in Ohnmacht gefallen. Ja, scheiße, ne? Und jetzt direkt tot. Das ist mal interessant. So, wann startet der Server neu? Guck mal jetzt nach. Guck mal, ob ich noch lebe. Ja, und deine Leiche liegt da immer noch. Also wenn ich jetzt dabei sterben sollte, wäre es echt Pech. Aber ich liege echt in so einem Busch drin, wo ich genau nur deine Leiche durch so zwei Blätter hindurch sehen kann. Ich will dich. Ich weiß ich gar nicht mehr, wo du das eingestellt hast hier. Wochenplanung. Wochenplaner damit. 3 Uhr morgens, ja. 18 Minuten hast du noch. Alter. Solnitschi, ihr wollt mich doch verarschen. Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt gerade rieche ich mich da mit den unterschiedlichen Spawnpunkten von Daisy massiv auf. Ja, interessant, die Asus-Tablets. Mal gucken, wie sind die denn? Boah, ich freue mich so ungemein auf das Surface, was das wirklich nachher können wird. Mal schauen. Nochmal, wie das? Habe ich nicht verstanden. Mal schauen, sagte ich. Irgendwie das einzige Tablet, was mich das denn wirklich interessiert. Welches Tablet interessiert mich denn? Hey Siri, was ist das beste Tablet? Das iPad von Apple ist der beste. Und das ist nicht nur meine Meinung. Das hat gehört. Ja, das habe ich gehört. Was ist denn das für eine verlogene Meinung? Was sagt Chip denn dazu? Für alle, die es nicht kennen, Chip ist so eine Seite, die Hardware-Tests macht. Aber wahrscheinlich kennt Chip von euch jeder. Wobei, muss man Chip kennen? Weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, ja. Weiß ich auch nicht, aber ich kenne Chip. Die haben halt sehr, sehr gute Bestenlisten vor allen Dingen. Oh ja. Oh ja. Tablets, wie ist denn dann die Bestliste? Oh ja, die ist klar von Apple dominiert. Platz 1 Apple 3, iPad 3 ha. Nicht. Platz 2 iPad 2. Beide jeweils in der 64 GB Version. Habe ich ja auch. Dann kommt das Asus Google Nexus 7. Alles so krass. Apple iPad 3 738 Euro, das iPad 2 584 Euro und Platz 3 kostet 258. Meine Fresse. So, jetzt hat Waiting for Character to Create tatsächlich mal ein bisschen länger gedauert. Jetzt konnte ich tatsächlich mal Escape drücken. So lange, dass du rausgeschnitten hast? Ich bin noch am Überlegen. Ja, ich schneide es jetzt raus. Okay, ich bin in Balotta gespawnt. Probieren wir es doch nochmal. Mit dem Runner. Ich werde 100%ig wieder von diesen arschgefickten Hurensohn weggesnackt.